Warum haben die Russen die Ukraine angegriffen? Ist dieser Krieg wirklich vom Himmel gefallen? Warum gehen wir mit diesem Angriffskrieg der Russen so anders, so viel kritischer um, als mit den vielen Angriffskriegen, welche die Vereinigten Staaten anderen Nationen aufgezwungen haben? Diesen Fragen wollen wir nachgehen auf Reisen in die westliche Ukraine und in den östlichen Teil der Ukraine. Denn wir haben einmal gelernt, et audiatur altera pars. Das ist Latein und heißt, auch die andere Seite muss gehört werden. So setzt sich ein Gesamtbild zusammen. Wir, das sind Sergei Filbert und ich. Und Sergei, du bist ja auch nicht zum ersten Mal in Russland. Ja, ich bin erstmal in Russland geboren. Ich bin der klassische Vertreter von Russlanddeutschen, bin mit 19 Jahren nach Deutschland gekommen. Und 2014 hat der Konflikt mich quasi zu einem Friedensaktivisten gemacht. Und ich habe einen YouTube-Channel gegründet, um Videos von Deutsch auf Russisch übersetzen und der russischen Bevölkerung zu zeigen, dass hier auch andere Stimmen gibt. Und 2019 haben wir auch ein deutschsprachiges Projekt gegründet, Druzhba FM, wo wir mit Aktivisten, Journalisten und Experten auch über diesen Konflikt sprechen. Mit Kaliningrad verbindet mich die Druzhba-Fahrt. 2016 gab es die erste Druzhba-Fahrt und der erste Grenzübertritt war hier nach Kaliningrad und dann Richtung Pskov. Das war eine Initiative, die von einem ganz normalen Bürger kam. Und ich glaube, heutzutage, wir sind die Einzigen, wenn man unsere Politik anschaut, die diese Frage auch lösen können, in der Richtung besser. Und heute beginnt unsere Reise wieder in Kaliningrad. Und das liegt an den westlichen Sanktionen, denn es gibt keine Direktflüge mehr, beispielsweise nach Moskau. Also sind wir mit dem Auto hierher gefahren nach Kaliningrad und fliegen von hier aus weiter nach Moskau, fahren dann mit dem Zug nach Rostov am Don in der Hoffnung, in die östliche Ukraine zu gelangen. Und wir dachten, wenn wir schon einmal hier in Kaliningrad sind, holen wir uns etwas Unterstützung bei Immanuel Kant hier hinten. Denn der hat in der Kritik der reinen Vernunft ganz am Ende geschrieben, allein der kritische Weg ist noch offen. Das bedeutet, alles muss auf den Prüfstand. Und seine Studenten konnten sich in den Logikvorlesungen anhören. Die kritische Methode suspendiert das Urteil in Hoffnung, dazu zu gelangen. Das bedeutet, lasst einmal alle Vorurteile beiseite. Lasst mal das beiseite, was ihr tagtäglich in den Zeitungen lesen könnt. Vertraut auf euren Verstand. Habt den Mut, euch eures Verstandes zu bedienen und schaut genau hin. Und genau das wollen wir tun auf dieser Reise, denn du kennst dich ein wenig in Russland aus und du hast schon mal solche Fahrten gemacht. Ja. Und was ist das Ergebnis unserer Reise? Was wird das dann werden? Ein Buch. Wir haben den Arbeitstitel Grenzland gewählt, denn Grenzland, das bedeutet, offensichtlich wird hier in der Ukraine ein Stellvertreterkrieg geführt zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland. Und dieser Frage wollen wir nachgehen und wir wollen zeigen, wie die Menschen unter diesen Bedingungen leben, im Kriegsgebiet leben. Und wir werden Ihnen in regelmäßigen Abständen berichten, wie es uns auf dieser Reise ergeht.